Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Sie erinnern sich, im Norden steigt die Zahl der Wanderarbeiter, titelte im August die Schweriner Volkszeitung und berichtete in diesem Zusammenhang über 100 um ihren Lohn und ihre Sozialabgaben betrogene Arbeiter in Großstieten und Lubmin, die zuvor 7 Tage die Woche und 14 Stunden täglich bei einem Subunternehmer mit Korrosionsschutzarbeiten beschäftigt waren. Wieder einmal rückte damit der missbräuchliche Einsatz von Werkverträgen in den Fokus der Öffentlichkeit. Der finanzielle Schaden beträgt ca. 500.000 Euro. Die gesundheitlichen Schäden und auch die Image-Schäden kann man gar nicht beziffern und vor allen Dingen auch nicht wieder gut machen. Was folgte, war der übliche Aufschrei in den Medien und die berechtigte Verurteilung derartiger Zustände durch die IG Metall, den DGB Nord, den Arbeitgeberverband Nordmetall und große Teile der Politik. Und die einhellige Auffassung war, dass Geschäftsmodelle, bei denen gegen gesetzliche Vorgaben zur Unterbringung, Entlohnung und Arbeitszeit verstoßen wird, auf das Schärfste zu verurteilen und zu ahnden sind. Dem kann sich auch meine Fraktion ohne weiteres anschließen. Wenn es jetzt in der Konsequenz allerdings darum geht, dem Missbrauch wirksam zu begegnen, schlägt sich ein Teil derjenigen, die eben noch laut haltet, den Dieb gerufen haben, sprichwörtlich in die Büsche. Ich werde Ihnen das gleich erklären. Bloß nicht gesetzlich überregulieren, hört man dann auch zu Teilen aus Mitgliedern Ihrer Partei. Werkverträge nicht pauschal verunglimpfen, hört man aus Teilen der Unternehmerschaft und oft leider auch das Argument, dass es sich wieder einmal um einen der bedauerlichen Einzelfälle gehandelt hat. Da muss ich dann mal fragen, ob angesichts von gewerkschaftsseitig geschätzten mehr als 650.000 Betroffenen in Deutschland tatsächlich noch von tragischen Einzelfällen gesprochen werden kann. Die Auffassung meiner Fraktion dazu ist eindeutig. Wir haben ja schon im Jahr 2012 an dieser Stelle mit dem Antrag Arm trotz Arbeit Lohndumping durch Einsatz von Leiharbeit und Werkverträgen verhindern deutlich gemacht, dass der missbräuchliche Einsatz von Werkverträgen kein Zufall ist, sondern Methode hat. Denn das verstärkte Aufkommen von Werkverträgen auf Werften, in Schlachthöfen, in Metall- und Elektrobetrieben oder beim Regalauffüllen im Einzelhandel stand in direktem Zusammenhang mit der stärkeren Regulierung der Leiharbeit. Und massiver öffentlicher Druck hatte ja dann auch 2011 endlich zu einer Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes geführt. Damit verbunden war ein Branchenmindestlohn, ein Anspruch auf Informationen zu freien Stellen im Entleihbetrieb, ein Anspruch auf Zugang zu betrieblichen Sozialräumen und auch das Verbot dauerhafter Arbeitnehmerüberlassung. Und das war auch gut so. Allerdings, und darauf habe ich hier verschiedentlich schon hingewiesen, schon mit der Ankündigung der Gesetzesänderung damals wurde bekannt, dass es große auf die Beratung von Unternehmen in Sachen Arbeitsrecht spezialisierte Kanzleien auf Veranstaltungen auftraten, um zu erläutern, wie die eben erlassenen gesetzlichen Standards mittels Werkverträgen wieder ausgehebelt werden können. Und der verstärkte Einsatz ausländischer Kollegen als Werkvertragsarbeiter ist europäischen Entscheidungen geschuldet, denn durch das EU-Entsendegesetz entfallen seit 2011 Arbeitnehmer aus Mitgliedsländern, die nur zeitweise in Deutschland arbeiten, unter das Arbeitsrecht ihres Herkunftslandes und können damit verbunden auch zu den dortigen Konditionen beschäftigt werden. Dies kann jedoch nicht als Entschuldigung für die Bundes- und Landesregierung gelten, die Verantwortung in diesem Fall von sich zu schieben. Es ist ja immer wieder so, dass spektakuläre Fälle bekannt werden, und spätestens mit dem Tod zweier rumänischer Kollegen im vergangenen Sommer, die in ihrer Unterkunft verbrannten, haben ja in der Verantwortung stehende Politikerinnen und Politiker eingeräumt und erkannt, dass akuter Handlungsbedarf besteht. Ich erinnere in dem Zusammenhang an die niedersächsische Initiative. Mecklenburg-Vorpommern hat diese unterstützt, aber bewirkt hat sie faktisch bis heute leider nichts. Und wie es sich mit den im Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwischen CDU, CSU und SPD festgeschriebenen Vorhaben zur Eindämmung des Missbrauchs verhält, ist im Moment zumindest noch ungewiss. Ich will auf einige Punkte eingehen. Die Umsetzung einer besseren Prüftätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist zweifelsfrei sinnvoll, wird aber ohne Aufstockung des Personals schwierig. Die Konkretisierung der Unterrichtungsrechte des Betriebsrates
ist halbherzig, weil keine wirkliche Stärkung des Mitbestimmungsrechts, Herr Renz. Die Durchsetzung von Arbeitsschutzbestimmungen ist gut und richtig gedacht. Allerdings geht sie ja einher mit ständig sinkendem Arbeitsschutzpersonal und rein anlassbezogene Kontrollen. Da wird es dann schwierig, Herr Renz, entsprechend tätig zu werden. Und was gar nicht auftaucht, und das haben wir hier verschiedentlich schon gesagt, ist, dass keinerlei Meldepflicht vorgesehen ist und damit im Grunde die Basis, die Datenbasis fehlt, um überhaupt beurteilen zu können, wie groß die Ausmaße dieser Problematik sind. Dazu kommen wir auch noch. Und das wiederhole ich auch gern nochmal, damit Sie die Widersinnigkeit dieses Argumentes heraushören. Es ist ein zu bürokratischer Aufwand, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Betrug, Ausbeutung und Gesundheitsgefährdung zu schützen. Ich will aber zurückkommen zum aktuellen Missbrauchsfall in unserem Bundesland. Zunächst auch mal Lob. Ich habe mich natürlich darüber gefreut, dass sich nach Bekanntwerden des Falles viele verschiedene Akteure gemeinsam um schnelle Hilfe für die Betroffenen bemüht haben. Und hier hat das Netzwerk von DGB, Bundesagentur für Arbeit und Landrätin, auch gut funktioniert. Und auch aus meiner Fraktion waren ja mit Kollegin Oldenburg und Kollege Holter zwei Kollegen vor Ort, gemeinsam mit DGB-Landeschef Ingo Schlüter, um beispielsweise Lebensmittel zu übergeben oder einen dringenden Arztbesuch zu vermitteln. Und Kollege Al-Sabt, die hat ja im Hintergrund beispielsweise auch einen Dolmetscher organisiert. Also allen, die in dem Zusammenhang mitgeholfen haben, das akute Problem in diesem Fall zu lösen, von dieser Stelle einmal herzlichen Dank. Nun stellt sich natürlich die Frage nach den Konsequenzen. Bleibt das jetzt bei Soforthilfe, bleibt es bei Presseerklärung, so richtig deren Inhalt auch sein mag? Wird der Skandal wieder nur als bedauerlicher Einzelfall kategorisiert und warten wir jetzt so lange, bis das nächste Mal so ein Problem auftaucht? Und da sagen wir halt als Fraktion Nein und fordern die Einrichtung eines runden Tisches Werkverträge, an dem unter Moderation der Landesregierung die Sozialpartner und weitere Expertinnen und Experten darüber beraten sollen, wie man hier im Land dem Spuk möglicherweise auch ein Ende bereiten kann. Der übrigens ja auch wie im Niedriglohngeschäft, das will ich an der Stelle dann auch noch mal sagen, die vielen ehrlichen Arbeitgeber und die öffentlichen Kassen mit Ausfällen bestraft. Politik, Zollkontrolle, Arbeitsschutzbehörde, Landkreise, kreisfreie Städte, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeber sollten ihre spezifischen fachlichen und regionalen Kenntnisse austauschen und gemeinsam versuchen, Lösungsansätze zu finden. Und diese Idee, Herr Renz, nimmt eine zentrale Forderung der Gewerkschaften, konkret der IG Metall, an die Politik auf. Es gibt übrigens damit auch gute Erfahrungen aus unserem Nachbarland Niedersachsen. Dort ist man mittlerweile sogar auf Landkreisebene, konkret in Osnabrück, und man höre und staune auf Initiative ihrer dortigen lokalen CDU im Sozialausschuss gerade dabei, einen solchen runden Tisch im Landkreis einzurichten, um zu erörtern, was man vor Ort tun kann. Und da sage ich, was unter Demokraten dort parteiübergreifend funktioniert, müsste doch hier eigentlich auch möglich sein. Und ich will dazu kommen, was so ein runder Tisch aus unserer Sicht auf den Weg bringen könnte. Zunächst einmal geht es darum, im Bündnis für Arbeit sind beispielsweise Wohlfahrtsverbände gar nicht mit am Tisch, Herr Renz. Zunächst einmal geht es darum, einen Austausch zu organisieren und eine Datenbasis zu schaffen, um Kenntnis darüber zu erlangen, wo Werkvertragsarbeiter hierzulande im Einsatz sind und welcher Nationalität diese angehören bzw. wo sich ihre Unterkünfte befinden. Abgeleitet daraus könnten Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, der Gewerkschaften, der Arbeitsschutzbehörden und der Bauaufsichtsbehörde sich darauf verständigen, wo und wann sie schwerpunktmäßig kontrollieren. Der Landkreis Osnabrück hat zum Beispiel in Vorbereitung des runden Tisches zunächst erhoben, wie viele der dort zumeist in der Fleischindustrie arbeitenden Beschäftigten überwiegend rumänischer und bulgarischer Herkunft im Landkreis gemeldet sind, hat sich dann angeschaut, wie viele davon Leistungsbezieher im SGB II sind. Anzahl war verschwindend gering und konnte daraus schlussfolgern, der größte Teil geht einer Beschäftigung nach. Das wäre sicherlich hier auch möglich. Und im Ergebnis des runden Tisches dort auf Landesebene hat man sich dazu entschlossen, Beratungsstellen zu finanzieren, mit denen man diese Beschäftigten noch erreichen kann. Und zwar nicht nur stationär, sondern auch in Form eines mobilen Angebotes und vor allen Dingen auch in der Sprache,
die diese Kolleginnen und Kollegen verstehen, denn leider verfügen sie vielfach auch nicht über Deutschkenntnisse, geschweige denn über Kenntnisse des deutschen Arbeitsrechts. Da gibt es also stationäre Anlaufpunkte in Hannover und Oldenburg und auch ein mobiles Angebot, ich habe es gesagt. Und weil Sie gefragt haben, reicht das Bündnis für Arbeit? Die Wohlfahrtsverbände sind, wie gesagt, im Bündnis für Arbeit nicht vertreten und die Caritas insbesondere hat in Niedersachsen sozusagen auch eigene Beratungsstrukturen geschaffen, um eben auf die Integration der ausländischen Werkvertragsarbeiter hinzuarbeiten. Was kann man noch machen? In Kenntnis der Lage von Unterkünften der Werkvertragsarbeiter prüft die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises jetzt, ob die für das Land Niedersachsen im Ergebnis des Runden Tisches per Erlass festgelegten Mindeststandards eingehalten werden. Darauf komme ich dann in der Debatte noch mal zurück. Und deswegen würde ich darum bitten, dieses Ansinnen zu unterstützen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich finde es schade, dass trotz dieses zu verurteilenden Vorfalls heute hier in Teilen zumindest wieder versucht wurde, das Problem des Missbrauchs zu verharmlosen. Ich glaube auch nicht, dass hierzulande schon alle Möglichkeiten ausgenutzt wurden, um solchen Vorfällen in Zukunft wirksam vorzubeugen. Denn jetzt nehme ich mal die Antworten der Landesregierung vom 11.09. auf meine letzte kleine Anfrage zu diesem Thema. Da kann man ja sehen, wie es um das Engagement bestellt ist. Da gab es genau ein Gespräch im Bündnis für Arbeit am 30.04.2013, das ist jetzt also anderthalb Jahre her. Es gab eine Mitantragstellung in der ASMK und einmal Handheben im Bundesrat auf der letzten Sitzung kurz vor der Bundestagswahl am 20.09.2013. Und Herr Renz, um das auch noch mal deutlich zu sagen, meine Fraktion, ich selbst und vor allem die Beschäftigten, wir brauchen keine Belehrung über wirtschaftliche Notwendigkeiten zum Einsatz von Werkverträgen, denn es ging hier immer nur um den Missbrauch und nie um die geübte Praxis, Aufträge als Fremdleistung an Dritte zu vergeben, die besser spezialisiert sind, zum Beispiel für die Erstellung einer Studie oder die Programmierung einer Software. Und es ging hier auch nie um Handwerkeraufträge wie den Wechsel der heimischen Mischbatterie oder den von Ihnen angesprochenen Maler. Worüber wir heute hier bereits zum dritten Mal seit 2012 reden, das ist der Missbrauch dieser Form von Beschäftigung, das ist die Nutzung von Werkverträgen zum Unterlaufen gesetzlicher und tariflicher Schutzbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das ist die Nutzung von Werkverträgen als Instrument für Lohndumping. Eine große Rolle dabei spielt die Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmen und wie das funktioniert, das will ich dann auch noch mal kurz darstellen an zwei Beispielen. Herr Renz von der Bauwirtschaft, weiß man zum Beispiel, dass sich in der Regel zwar nur große deutsche Unternehmen an öffentlichen Aufträgen beteiligen, diese jedoch nach Zuschlag selbst wieder ausschreiben und diese Ausschreibungen, die gewinnen dann meistens kleinere Unternehmen, die einen extrem niedrigen Preis bieten. Und die geben dann ihre Aufträge wiederum nochmal weiter an Subunternehmen, oft auch ausländische. Und jetzt passiert Folgendes. Durch das Verbot von Leiharbeit am Bau und die vergleichsweise hohen Branchenmindestlöhne setzt man eben verstärkt auf ausländische Werkvertragsarbeiter. Die werden dann mit dem Versprechen höherer Löhne als im Wohnsitzland hierher gelotst, haben keine Sozialversicherung und sie verdingen sich in sehr komplexen Lohnstrukturen, die sie nicht nur aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse kaum durchschauen. Und dann erhalten sie eben leider deutlich niedrigere Löhne, von denen sie dann oft auch noch Verpflegung und Unterkunft zahlen müssen. Zweites Beispiel, auch in der Metallindustrie wird ja seit längerem eine Zunahme von Werkverträgen beobachtet. Die Ursachen dafür reichen von der Senkung der sogenannten Fertigungstiefe bis zur Senkung der Personalkosten. Und da gibt es dann Solounternehmer, und die werden genauso häufig eingesetzt wie Industriedienstleistungsfirmen mit Tausenden von Beschäftigten. Die machen dann unter anderem die von Ihnen angesprochenen spezifischen Dienstleistungen. Die reichen allerdings auch von simpler Reinigung bis hin zu anspruchsvoller Instandhaltung. Und eins der Probleme ist, dass zwar die großen Unternehmen, die diese Aufträge weitergegeben haben, wissen, wie viele Fremdvertragsarbeiter sie haben, also Partnerunternehmen, aber nicht wie viele Beschäftigte sich dahinter verbergen und vor allen Dingen wissen sie nicht, zu welchen Konditionen die wirklich tätig sind. Leider interessiert es sie oft auch nicht.
Sondern könnte man sagen, in der Metallindustrie, das stimmt dann übrigens auch für dieses Land, gibt es anderswo als in anderen Branchen häufig noch Betriebsräte. Allerdings stehen diese der Anwendung von Werkverträgen weitgehend machtlos gegenüber. Denn mit den Unterrichtungsrechten von heute können sie die Zustimmung zur Einstellung anders als bei Leiharbeitern ja nicht verhindern. Und ohne Einfluss sind sie erst recht bei der Weitergabe von Werkverträgen an Subunternehmen. Betriebsräte sind nur zu informieren und können Vorschläge für Alternativen zur Ausgliederung machen. Aber denen muss der Unternehmer nicht folgen. Und zumindest nach allem, was ich gelesen habe im Koalitionsvertrag, ist auch keine Steigerung der Mitbestimmungsmöglichkeit vorgesehen, sondern man redet in dem Zusammenhang von Konkretisierung der Unterrichtungsrechte. Und da wollen wir doch mal abwarten, ob das tatsächlich was bewirkt und ob sozusagen der positive Ansatz, der ja dahinter steckt, dann tatsächlich auch praktische Auswirkungen entfaltet. Und dann sage ich Ihnen, das ist auch ein Problem, nur 7% aller Betriebe hier in Mecklenburg-Vorpommern haben nach Erhebung des IAB überhaupt Betriebsräte. Das heißt, für unser Land ist dieser Punkt leider, das ist natürlich auch strukturell bedingt, relativ wenig relevant. Ich habe auch schon mal gesagt, eine verbesserte und verstärkte Prüftätigkeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, auch ein Vorhaben, auf das Sie Bezug genommen haben, das ist ja richtig. Aber aus unserer Sicht brauchen Sie dann auch entsprechende personelle Ressourcen. So, und jetzt gucken Sie sich mal an, wie viele Kontrolleure, ich sage es mal mit meinen Worten, dem Hauptzollamt Stralsund überhaupt zur Verfügung stehen. Das sind fürs ganze Land 132 Bedienstete, Tendenz übrigens fallend. Das heißt, da bin ich mal sehr gespannt, ob das, was man als Vorhaben in den COA-Vertrag auf Bundesebene geschrieben hat, auch dazu führt, dass die 132 dann auch mehr werden, damit die tatsächlich effektiv kontrollieren können. So. Und das Gleiche gilt für die Arbeitsschutzbehörden hier im Land. Da steht dann im COA-Vertrag auf Bundesebene, man möchte gern, was wir begrüßen inhaltlich, dass die Kolleginnen und Kollegen, egal ob inländisch oder ausländisch, besser geschützt werden durch häufigere Kontrollen, durch die Durchsetzung der zu ihren Gunsten geltenden gesetzlichen Regelungen. Und jetzt sage ich Ihnen, 53 mit Arbeitsschutzkernaufgaben betraute Leute gibt es im Bereich des Lagos als zuständiger Behörde. Und jetzt lassen Sie das mal auf der Zunge zergehen. 80-85% der Arbeitszeit verbringen diese Kollegen mit administrativen Aufgaben. Und dann können Sie sich mal überlegen, wie viel Zeit da noch bleibt, um wirksam zugunsten der Werkvertragsarbeiter deren Schutzrechte tatsächlich auch durchzusetzen. So, dann sagen Sie, Meldepflicht lehnen wir ab, ist zu bürokratisch und damit verzichten wir auf eine solide Datenbasis, auf der wir mal aufsetzen können und werfen mir dann gleichzeitig hier regelmäßig vor, dass ich ja nicht wüsste, über welche Größenordnung von Missbrauch wir tatsächlich reden. Also so viel zu der Frage der Dinge, die auf der Bundesebene geregelt werden müssen. Jetzt komme ich aber mal zurück zum Land. Unabhängig von den Dingen, die auf der Bundesebene zu klären sind. Ein runder Tisch zur Eindämmung des Missbrauchs von Werkverträgen, habe ich gesagt, wäre ein Mittel, die unterschiedlichen Informationen, die Behörden haben, die Wohlfahrtsverbände haben, die Gewerkschaften, insbesondere die Einzelgewerkschaften, deren Branchen es betrifft, Unternehmerverbände, Landkreise, kreisfreie Städte, einfach mal zusammenzufügen. Zweite Geschichte, wenn wir mal die Datenbasis beklagen, wir haben die Hochschule der Bundesagentur hier vor den Toren der Stadt Schwerin. Was spricht eigentlich dagegen, dass die zuständige Ministerin mal mit den Kollegen redet und man vielleicht mal eine Projektarbeit beauftragt, die sagt, untersucht doch mal oder versucht mal rauszukriegen, wie ist denn die Situation gerade in Fragen des missbräuchlichen Einsatzes von Werkverträgen hier im Land? Ich sage Ihnen, die Gewerkschaften wissen in der Regel ganz gut, in welchen Branchen ihres fachlichen und regionalen Zuständigkeitsbereiches sich schätzungsweise wie viele Werkvertragsarbeiter aufhalten. Und der DGB arbeitet zurzeit auch an Papieren, versucht also auch seinerseits da zu Zahlen zu kommen. Zu den Kommunen habe ich vorhin was gesagt, zu den Wohlfahrtsverbänden auch und zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit und den Abstimmungen
Auch ist übrigens eine Kernforderung der Gewerkschaften, dass man die Kontrollen verstärken soll. Ja, ich sage Ihnen, das teile ich ausdrücklich, aber dann müssen natürlich auch die Manpower haben, um am Ende dahin zu kommen. Über die Unterkunftssituation haben wir noch nicht gesprochen, jedenfalls im Detail. Da böten sich ja auch Anknüpfungspunkte. Meine Kollegin Simone Oldenburg hat sich ja in Großstieten selbst ein Bild gemacht von der Unterkunft der angesprochenen griechischen Werkvertragsarbeiter. Die hausten, von Wohnen kann man ja in dem Zusammenhang überhaupt nicht reden, in verschimmelten Räumen. Die hygienischen Zustände waren katastrophal. Sie hatten beispielsweise einen Schlauch mit kaltem Wasser für 30 Arbeiter als Dusche oder als Mittel zur Körperpflege. So, nun könnte man ja überlegen, wo kann man da ansetzen? Bauliche Vorschriften für Unterkünfte von Beschäftigten gibt es aber nur für den Fall, dass die Unterbringung auf dem Betriebsgelände des Arbeitgebers erfolgt. Dann gilt nämlich die Arbeitsstättenverordnung und dazu erlassene technische Regeln. So, und jetzt hat man in Niedersachsen, wo die beiden rumänischen Kollegen verbrannt sind, das genau zum Anlass genommen, um auf Landesebene einen entsprechenden Kriterienkatalog zu erarbeiten. Den hat man den Bauaufsichtsbehörden in den Landkreisen an die Hand gegeben. Und jetzt können die eben auch tatsächlich was tun. Die nutzen nämlich jetzt diese technische Regel, um zu gucken, stimmt es mit der Belüftung, stimmt es mit der Beheizbarkeit, wie sieht es eigentlich aus mit den Mindestflächen pro Person und mit der Sanitär- und Elektroausstattung. Und wenn das nicht funktioniert, dann können sie auch entsprechend tätig werden an der Stelle. Und deswegen sage ich, das wäre so ein Thema, gebe ich auch als Anregung mit, selbst wenn Sie den Antrag ja angekündigt haben, abzulehnen, sich das mal anzugucken, ob das nicht eine konkrete Möglichkeit wäre, hier in Mecklenburg-Vorpommern auch was zu tun. Und die letzte Geschichte, die ich ansprechen will, Beratungsstellen. Ich hatte schon mal hier angeregt in einem anderen Zusammenhang, eine Beratungsstelle zu schaffen, und da müssen Sie nicht mal wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Da können Sie vielleicht mal mit dem DGB reden. Die haben eine Beratungsstelle für entsandte Beschäftigte in Hamburg. Vielleicht kann man eine Zweigstelle an den Standorten aufmachen, beispielsweise in Schwerin und Rostock, wo der DGB sowieso sitzt. Reden Sie mal darüber im Bündnis für Arbeit. Das wäre ein konkreter Beitrag möglicherweise, um hier den Betroffenen zu helfen. Schlussendlich muss ich zu der Feststellung kommen, es gäbe Handlungsoptionen, auch hier im Land. Ich finde es schade, dass Sie die Chance, dazu in die Diskussion zu treten, heute hier verpasst haben, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus